Hallo meine Freunde und herzlichst willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervoll geilen Tag und ich freue mich, dass ihr am Start seid. Wir spielen heute tatsächlich mal Irelia Midlane und das Ganze auf Full Fucking AD. Ja, wir scheißen auf so Items wie Trinity, obwohl Trinity by far sehr, sehr gut ist auf Irelia. Wir versuchen aber einfach mal wirklich die AD-Ratios, die wir haben, also vor allem das Q, wir werden auch den Q-Max gehen, richtig krass auszureizen. Ihr werdet hier denken jetzt erstmal, lol, ja, 12er AD mit einem Longsword. Also eigentlich hat das niemand von euch gedacht. Aber das Ding ist, ich habe Lethality in die Rune reingepackt. Ja, wir haben 30 Lethality jetzt. Ich denke, das könnte ganz, ganz fies werden, denn ich habe vor, Draktarblade zu gehen. Ja, Draktarblade können wir, also Draktarblade, vielleicht Yomus noch, also sehr, sehr AD-lastige Items. Vielleicht schieben wir ein Trinity zwischen, ich weiß noch nicht. Wir spielen lustigerweise gegen, oh Gott, die haben Nunu Toplane. Ich weiß, dass Nunu Toplane mal eine Zeit lang sehr, sehr OP war, auch in der Mitte war sehr, sehr stark. Ich weiß aber nicht, wie Nunu aktuell ist. Ich glaube, er braucht so ein bisschen die Buffs im Jungle, oder? Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wir maxen das Q. Wir fighten gegen den Papagei. Der Papagei könnte im Early Game sehr, sehr eklig werden. Das Lustige ist, er hat tatsächlich Armor mit. Ich dachte, okay, er würde denken, dass ich Kennen wäre oder sowas. Und deswegen keine Armor mit haben. Aber ist okay. Wir gucken mal, was wir machen können. Wir geben ihm jetzt auf jeden Fall den Schellensprung. Au, der macht schon Schaden, Leute. Der Schellensprung ist nicht verkehrt. Oh, komm schon. Ich habe Thunderlords mitgenommen, denn ihr wisst ja, es soll knallen. Und jeder weiß, dafür braucht man den Thunderlord. Also das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Wir werden, der Minion geht gleich kaputt. Zap und Auto-Hit, zap. Ei, Auto-Hit, komm. Thunderlords, bam. Nice, Sereno. Guter Schaden. Wir brauchen noch das W dazu, dann knallt's richtig. Also das Q zu maxen macht, glaube ich. Ich habe auch mal überlegt, Kallister Q max. Das ist bestimmt auch lustig. Komm schon, den Minion, den brauche ich. Oh, fuck, jetzt stirbt er. Den hätte ich gebraucht. Kallister Q-Max ist mit Sicherheit auch lustig. Boah, das macht aber auch Schaden. Mist, ich habe einen Auto-Attack gecancelt. Der Schaden ist not bad, allerdings dürfen wir auch nicht uns überschätzen, denn er hat Barrier noch mit. Das könnte gefährlich werden. Und die haben Grapefruit Jungle. Grapefruit Graves im Jungle. Gib mir den. Oh, verdammte Axt. Wir machen hier schon mal eine Brücke. Damit können wir springen. Allerdings, im Moment hat er einfach viel mehr Minions als ich. Deswegen sollte ich jetzt vielleicht. Es ist auch nicht schlecht, wenn er noch ein bisschen pusht. Ja, dann habe ich mehr eine längere Lane zum Chasen. Je weiter er bei mir ist, umso länger kann ich ihn chasen. Das ist definitiv nicht verkehrt. Wir können uns noch ein bisschen an den Minions hier hochheilen. Wir packen, wie gesagt, noch einen Punkt in das Q rein. Das ist meine Brücke. Ah, komm schon. Der da. Ah, oh, okay. Der gerade gestorben ist. Wir machen direkt schon mal einen Low hier. Dann können wir da mal drüber springen direkt. So, ich hoffe, ihr tötet. Wer, du tötest ihn jetzt. Ich hau dich. Du Pisskopf. Jetzt musste ich den auch noch umbringen, deswegen. Richtiger kleiner Halunke. Ein richtiger. Oh, was ist denn hier los? Hallo. Wir springen extra nicht, falls er flasht. Ach, leck mich. Tot, danke. Er ist gegen Zac gesprungen. Also, das ist natürlich ganz nice. Damit kann man kann man Azir echt hart countern. Mir ist letztens, ich wollte mit Azir abhauen, ist der K6. Er ist gefailed und ist vor mir gesprungen. Eigentlich wollte er auf mich springen. Also, es ist schwer zu beschreiben, die Situation, aber er ist daneben gesprungen. Und ich konnte aber nicht wegspringen, ja, also bei dem E-Block, sobald ihr gegen den Champion fliegt, ist vorbei. Halt, stopp, wird dann hier gesagt. Wir kaufen uns eine Flasche. Die Flasche kauft sich eine Flasche. Self-Dis in 20K17. So, wir haben jetzt schon mal das erste, den Dirk haben wir gekauft. Der Dirk, ich denke, wir fangen wirklich mit Yomus an. Wobei, das Blade skaliert ja mit Lethality, ja? Deswegen sollte man es vielleicht nicht als First Item bauen. Aber, wenn man es direkt als First Item baut, sag ich mal, sind 75 Damage natürlich unendlich viel. Und 200% Lethality, wir haben ja so ein bisschen schon. Könnte ziemlich hart reinballern. Wir gucken mal. Ich denke, First Item, Draktarblade wäre mal was Neues vor allem. So, wir bauen uns wieder eine Brücke auf. Der hier ist, Alter, hier sind 300 Minions. Ich habe durchgezählt. Und go! Eieieiei. Direkt in eine Flasche reinhauen. Also, das ist auf jeden Fall lecker. Das ist definitiv lecker. Vor allem gegen so einen Asia. Links muss ich echt aufpassen, weil hier sind 34 Millionen Minions. Bitte gehen Sie weiter. Bitte nicht bummeln. Nicht bummeln. Huch, das war knapp. Wir machen hier mal die W an. Ist nicht ganz so stark, weil ich keine Punkte drin habe. Aber sollte dem Zweck genügen. So, ja, da hinten will auf jeden Fall wieder auf den Sack. Und wir haben ja auch noch Ignite. Allerdings brauchen wir wieder erst einen Brücken-Minion. Den hier nämlich. So. Das ist.
Die Frage, ob er jetzt noch kommt, und die Frage ist natürlich auch, wo Grapefruit Graves im Jungle ist. Immer schön weit nach hinten gehen, das ist wichtig. Oh, wir greifen den jetzt an. Also, je weiter ihr aggressiv vorne steht, umso ängstlicher ist er. Aber wir wollen ja nicht, dass er ängstlich ist. Wir wollen, dass er motiviert ist, hier Sachen zu machen. Das ist das, was wir wollen. Aber ich glaube, mein Plan ist mittlerweile zu... Doch nicht! Haha! Ja, du! Yep, tschüss! Doch nicht zu eindeutig, würde ich sagen. Haha, wir gehen direkt Tablet first. Ich habe mich entschieden. Die Entscheidung ist getroffen. So, können wir noch irgendwie... Das Problem ist, ich habe kein Geld. Können wir noch irgendwo was töten? Der Schneemann ist auch gestorben. Der Schneemann ist auch gestorben. Ich denke, Schuhe. Ich brauche Schuhe. Full AD mit Draktarblade ist mit Sicherheit ist eine komplett neue Erfindung dazu. Das ist vor mir noch nie jemand draufgekommen. Es wird wahrscheinlich die NASA ist schon am dran rumforschen. Ich wette, es wird eine Weltentdeckung sein. Ich werde in irgendein Buch werde ich eingehen, in Geschichtsbücher wahrscheinlich. Ja, hier damals Tobi 2K17 hat das Draktarblade auf Irelia erfunden. First Item Midlane. Bitte zur nächsten Stunde auswendig lernen. Dankeschön. So, Problem ist, wir haben halt nicht mal annähernd Geld. Nicht mal annähernd. Ja, Patadio! Ich muss eigentlich die Flasche Feuer rein und dass er noch ein bisschen brutzelt. Er ist nämlich der Brutzler. Ich bin eigentlich der Brutzler. Die Frage ist, ist der Brutzler, der die Gegner zum Brutzeln bringt oder der brutzelt? Das könnt ihr mir gerne in den Kommentaren beantworten. Das weiß ich nicht. Ich glaube, der die anderen zum Brutzeln bringt, ist der Brutzler. Ich bin der Brutzler! Holy shit, Mann. Oh, das ist lustig. Das Problem ist, also, grundsätzlich, ab und zu kriege ich ja so Fragen in den Chat und die möchte ich gerne beantworten an dieser Stelle. Bruiser in der Midlane. Ja, man kann, das ist, es ist nicht bad. Also, es ist zwar ein bisschen Troll. Also, naja, es ist also so, zum Beispiel so Champions wie Renekton, Irelia, Wukong. Solche Champions kann man definitiv in der Mitte spielen. Das Problem ist, dass diese Champions... Erstmal hast du ein Problem, dass du keinen AP hast. Wir haben jetzt einen Ken auf der Toplane, da geht es noch. Zumindest falls er auf AP geht, das weiß man jetzt nicht. Viele gehen ja auf Unhit. Das heißt, man braucht einen AP-Ler im Team. Und zweitens, ja, die Toplane-AP-Ler haben fast immer keinen Wave-Clear. Das sind sowas wie Cannon und so Champions wie Swain, Lissandra, die sind alle kacke zum Wave-Clear. Das heißt, im Late-Game hast du keinen Wave-Clear, du hast keinen richtig krassen AP-Ler. Die Toplane-AP-Ler sind meistens die, die nur so 400 AP oder sowas kriegen und also nicht so richtig unendlich viel AP bauen. Also, im Endeffekt, um es auf den Punkt zu bringen, ihr müsst das Early-Game beenden, beziehungsweise im Early-Game, Mid-Game seid ihr deutlich stärker als euer Gegner. Ihr habt direkt Magieresistenz in den Runen, während die Gegner oft irgendwie sowas haben wie fucking Cooldown-Reduction oder irgendwelche Items. Ihr habt viel mehr Power als jeder Mage im Early-Game, meistens. Also ein Renekton Midlane ist einfach richtig stark. Aber ihr müsst das Ding früh enden, weil sobald es ins richtig harte Late-Game geht, zackt ihr einfach komplett ab. So, wir sind ja saustark. Wie viel kostet Drakati Blade? Das Nougat Blade. Drakati Blade kostet 850, okay. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen auf der Botlane vorbei schnuppern. Schnupperschlag. Dab. Wo ist er? Was hat er gekauft? Oh, Toplane ist Triple Dorans. Er hat Schuhe, er hat die Lederholzschuhe. So, dann gehen wir mal Botlane. Oh, der ist gerade weggegangen. Ich glaube, die gehen jetzt auch weg, ist das Problem. Ich würde gerne eben das Draktarblade fertig machen, bevor ich ihn nochmal dann... vielleicht? Ne, mistige Marder. Le mistige Marder. Können wir diese Papageien eben clearen? Weil in der Mitte ist ja gerade nicht so viel. Er pusht das eh durch, das heißt, ich kann beides mitnehmen. Zack. 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 Der Große geht jetzt echt schnell kaputt, do. Do. So, und jetzt, wenn wir Glück haben, verlieren wir gar nicht mal so viele Nahkämpfer. Okay, wir verlieren doch einige. Aber immerhin kriegen wir die XP von dem einen noch. Naja, es geht. Ob das worth war? I don't know. I fucking don't know. 7-0 steht es. Das ist natürlich wunderschön. Das ist natürlich wunderschön. Hauen wir mal meine Flasche rein hier. So, wir haben es fast fertig. Das ist geil. Das ist sahnig. So, und E, zack. Gehen wir mit meinem Shoppen. Ich glaube, so ein 10-Minuten Drakt-Tablet. Die Frage ist, wir haben ja Full Lethality. Wie gesagt, in Ruhen und in Quintessenz. Unser Q-Mob mittlerweile 140 plus 186. Ist gar nicht so schwach eigentlich, kann man sagen. Und das Ganze, wir haben 40 Lethality. 40. Das scaled ja so ein bisschen. Wir haben das in den Masteries bei Thunderlords. So, gucken wir mal. Jetzt haben wir 45 hiervon. Wir machen hier mit 165 True Damage. 165 True Damage. Wir haben, er hat wie viel AP? 1000.
Alleine dieser Proc zieht ihn fast, ja, fast 20% ab. Das ist crazy. Allerdings ist das Problem, dass er mich nicht sehen darf. Das ist natürlich jetzt eine Schwierigkeit, die wir gucken müssen. Der Proc funktioniert natürlich nur, wenn er mich irgendwie 2, 3 Sekunden nicht gesehen hat. Deswegen gehen wir jetzt einfach Botlane Roam und gucken, was da so passiert und ob die sich über mich freuen. Ich hoffe, die freuen sich, wenn ich da vorbeischaue. Hab jetzt schon mein ganzes Mana raus, aber dafür ist ja die Flasche da. Gucken wir doch mal vorbei. Die sind noch nicht back, wenn ich das richtig. Die sind da in dem Busch. Vielleicht porten sie da gerade back. Okay, wir warten jetzt hier und schauen, was passiert. Ja, wir gucken. Genau auf den warten wir nämlich. Und dann, wenn er im falschen Moment da steht, dann. Wir könnten auch den Flash-Sprung machen. Allerdings wird er mich ulten, aber ich würde sehen, wie viel Schaden wir machen. Ich darf halt nicht so lange auf ihn zulaufen. Oder ich muss so ein Minion nehmen. Ich weiß, ich hoffe, es klappt. Ich hoffe, es klappt. Okay, es klappt nicht. Scheiße, dann machen wir den Flash und den Sprung. Ja, komm. Mist, das war jetzt. Das war jetzt echt ein bisschen bad, aber. Hätte ja sein können, dass ich da schnell genug rankomme. Aber mit den Holzschuhen kommt ihr nicht so weit, Leute. Mit Holzschuhe kommt man nicht so weit. Wir sind ein Jäger. Wichtig ist, dass man Geduld hat. Okay, fuck you, motherfucking fucker. Okay, wir wechseln das Ufer, ja? Das habe ich gerade gesagt. Wieso habe ich dieses Auge? Oh, das ist ja das Traktablett. Oh mein Gott. Scheiße, ich dachte so, lol. Ach, kacke. Ich hätte es einfach clearen können. Er hat auf jeden Fall richtig Angst. Ich tue so jetzt, als würde ich Toplane ganken. Ich flash so hart auf ihn rauf, Alter. Ja, komm, Ward. Warde. Was? So Huhu! Was? Der ist ja explodated. Der ist ja einfach mal weg gewesen. Hallo. Hallo, Asia, guten Tag. Der ist. Holy shit. Ich habe nicht gesehen, wie viel Schaden es gemacht hat. Genau, aber er war einfach sofort weg. Also dafür war es auf jeden Fall worth. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich flashen hätte müssen. Hätte ich rechtzeitig gewartet, hätte es so gegangen. Aber holy crap. Holy fucking crap. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Lethality. Lethality. Kann das hiermit irgendwie verbessern? Nee. Eigentlich, wie gut skaliert denn das? Ich weiß gar nicht, was die Scaling sind. Aber es plus 214 ist ganz angenehm. Ist ziemlich gut eigentlich. Plus 214 ist ziemlich gut. Die Ultimate hat 64 pro Blade. Ist auch nicht schlecht. Wir gehen mal Botlane vorbeischnuppern. Da haben wir Kotzma. Kotzma. Ich bin unterwegs. Oh, nice. Das ist eine sehr gute Le Trap. Das ist eine wunderschöne, gute Idee. Ja, go for it. Musch, 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 musch. Musch, musch. Komm schon, spring, 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 spring. Ich sehe seinen AP nicht, aber okay, er ist fast tot. Ich allerdings auch. Mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, mama mia. Ich bin raus. Huhuhu. Das war knapp. Das war knapp. Wo ist Kotzma? Ist er schon tot? Oh. Ah! Scheiße, ich hätte ihn stunnen. Also. Ich habe nicht mit gekalkuliert. Oh Gott, was ist denn hier los? Ich habe damit nicht calculated, sonst hätte ich ihn natürlich instant stunnen können, aber irgendwie. Oh Mann. Okay, pff, der wurde einfach aufgesaugt. Das sah so aus, als hätte er ihn in sich aufgenommen. Das könnte er schaffen, wenn er. Auto-Hit. Ah, cool. Allerdings. Ei! Ich habe das Gefühl, der stirbt hier noch. Okay, forget it. Forget it. So, noch mehr Lethality am Start. So, Lethality baut eigentlich kein Schwein mehr. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, seit dem Tank-Update ist Lethality auch mega schwach. Ich glaube, seit dem Tank-Update ist es echt bad, weil ja, die Armor wurde angehoben, aber die Armor-Penetration hätte ja gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen, also was heißt, nicht angehoben werden müssen, aber ich weiß nicht, es ist ja ein Flat-Wert. Das andere, das Black Cleaver, wo es prozentual ist, kann man ja verstehen, dass es reduziert wird. Das ist ja vollkommen legitim. Aber. Hier weiß ich nicht. Sollen wir mal gucken, wie viel wir mit dem Schneemann machen? Wir gehen mal beim Schneemann vorbei gucken. Aber der Schneemann kann man direkt schon sagen, der hat sau viel AP. Der hat 1400 AP, ohne dass er ein AP-Item gekauft hat. Ich habe zwar auch 1400, aber ich bin ja auch cool. Die Frage ist, hat er hier ein Wort? Ne, hat er nicht. Guten Tag, dann gehen wir mal vorbeischnuppern. Hallo? Der Brutzler ist an. Fuck you. Ich will aber noch mal. Ich tue so, als würde ich backporten. Und jetzt, das war der Plan. Jetzt denkt er, ich porte nämlich hier back. Und falls er jetzt wiederkommt, springe ich ihn an. Mit meiner Sprunglasso-Attacke. Okay, fuck you. Fuck you. Er geht echt back? Das kann doch nicht wahr sein. Ach, leck doch mich. Ah, aber das sind alles Tactics, die können funktionieren. Das sind immer so Sachen, die müssen nicht funktionieren. Aber ich habe das da angetäuscht. Und es kann natürlich funktionieren. So, jetzt gehen wir direkt mal den Papagei da in der Mitte wieder auf den Schnabel hauen. Der macht nämlich hier ganz schön Stress. Oh, wir sind auch sau schnell, ne? Durch dieses, durch das hier, durch diese Dinger.
Wären wir relativ flott, die Karotti. Mist. Mann, ich laufe hier rum wie so ein Peter, ey. Wo ist der komische Papagei? Ich werde jetzt Graves jagen, ey. Wir machen nochmal eben, ich brauche Blue Buff. Das dauert mir zu lange, diese Kacke. Das muss reichen an Mana, was ich noch hab. So, wir gehen jetzt in den Jungle und töten Graves. Schnauze voll. Schnauze einfach nur voll. Da ist der... Oh, lol, der hat ja gar... Soll ich ihn snipen, Reno? Und den snipen wir um. Wupp! Tschüss! Den noch eben. Der Rest kann sich verpissen. Tschüss mit euch. Tschüss! Mit Ü. Genau das habe ich vermutet. Genau das habe ich vermutet. Gehen Sie bitte weiter. Hier kommt der Rest. Ich würde gerne auf Graves gehen, aber nicht mit dem Steineklopper dabei. Ich kann ihn stunnen gleich. Möglicherweise. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Okay. Das ist zu viel. Okay, meine Freunde. Wir müssen... Wir sind der Renner. Wir sind der Renner. Deswegen kaufen wir uns die Rennerschuhe. Hier in der Mitte geht gerade irgendwas. Die Rennerschuhe... Oder sollen wir uns CDR oder sowas kaufen? Nee, CDR brauchen wir eigentlich nicht, oder? Textbild brauchen wir auch nicht, glaube ich. Die Rennerschuhe. Wir müssen auf jeden Fall immer schnell dran sein und schnell wieder raus sein. Das ist das Ziel. Das muss das Ziel tatsächlich sein. Ich glaube, ich muss die Cam ein bisschen zur Seite machen. So vielleicht, oder? Mist, Alter. Die auf der Botlane, die machen Stress. Und der komische Grapefruit, den kriege ich jetzt so auf den Sack. Ich hole mir jetzt erstmal Le Red Buff. Und dann, okay, Red Buff wird wahrscheinlich sich 6 schnappen. Aber wir fragen einfach mal. Can I Red, please? Fragezeichen, Doppelpunkt 3. Er will den, glaube ich. Ich meine, er braucht ihn ja eh nicht so richtig, ne? Also. Guck mal, thank you schreiben wir. Schreiben wir thank you. So, WS an. Gucken wir mal, wie viel macht das Q hier? 477 plus 45 True Damage. Nice Arena. Und wenn dann noch das Draktarblade dazu kommt, dann machen wir locker 1 Million Schaden. So, da oben ist der Dude. Ich würde auch gerne den Papagei nochmal angreifen. Vielleicht wird der gleich da hinten gescared und läuft nach hinten weg. Vielleicht auch, läuft auch so ein Lucian hier alleine mal rum. Ich habe ja hier das Vision-Ding. Irgendwas hat das aber schon gesehen. Okay. Aber Lucian ist gerade alleine und ich habe auf jeden Fall noch eine Rechnung mit Lucian offen. Definitiv. Ich muss Zack informieren. Wobei, ich glaube, Tarek kommt jetzt gleich. Scheiße. Tarek hat mich. Der wird gleich kommen. Egal, dem geben wir so hart auf die Fresse. Ich komme. Ich bin da. Ich habe zwar einen Kill nicht bekommen. Der ist aber auf jeden Fall tot. Der ist auf jeden Fall tot. Ich habe nur ignited, damit er auf jeden Fall stirbt. Aber er ist auch godlike. Ja, nice. 7-0. Ja, nice. Hepsa, na, 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 na. Zap, 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 zap. Das ist immer cool mit die Rille. Damals, das weiß ich noch, Leute. Damals war es so, wer zuerst schreibt, der kriegt die Rolle. Kennt ihr das noch? Das war, also in Normal Games. Wer zuerst schreibt, kriegt seine Rolle. Das heißt, es gab, glaube ich, kaum Draftpick oder es hat... Ich glaube, es kann sogar sein, dass es Draftpick gab, aber es hat niemand gespielt, so. Ganz wenige nur. Weil es auch immer zu lange gedauert hat. Und wie gesagt, wer zuerst schreibt, hat die Rolle. Und dann haben immer zwei Leute gleichzeitig Midlane geschrieben. Ja, und dann, oder vielleicht hat auch der eine zuerst Midlane geschrieben, also zum Beispiel ich. Aber der andere hat dann gesagt, nö, ist mir egal, ich gehe trotzdem Midlane. So Geschichten, ja, kennt ihr bestimmt alle. Und dann habe ich es immer so gespielt, da hat er irgendwie sowas gepickt wie Cassiopeia oder weiß ich was, Vel'Koz, Syndra. Und ich habe dann immer Irelia gespielt. Als Troll. Nicht als Troll, sondern ich wollte dann, das war noch so Zeit, das war schon ewig her. Das wollte ich ihm dann zeigen, dass er an solchen Spielen, dass er es nicht nochmal macht, so eine Scheiße. Ne? Er hat mich dann ja, er hat quasi gegen die Regeln, gegen die inoffiziellen Regeln, oder die nicht niedergeschriebenen Regeln, missbraucht. Und ich habe mit Irelia mir Mana-Amulette gekauft, alles, was Mana gibt, Mana-Pots, und die ganze Zeit in der Mitte nur mit Q jeden Minion genommen. Du kannst die Minions gegen Irelia nicht kriegen, wenn sie jedes Minion queued, das geht nicht. Und das war mein Job, ich habe einfach alle Minions weggequeued. Und den ich jetzt wegkriegen werde, ich hoffe, der hat mich noch nicht gesehen, ist der da. Ich darf... Oh, der teleported back, der teleported back, der teleported back. Okay, der ist da. Das war natürlich... Der Plan war richtig bad. Der Plan war richtig, richtig bad. Also von Tarm. Er hätte hier langlaufen müssen. Also, oder zumindest zu einer anderen Stelle ulten. Wenn er genau zur gleichen Stelle ultet, wo ich bin, ist natürlich dumm. So, wir machen, glaube ich, erstmal Gemüseklinge fertig. Dann sind wir auch ein bisschen flotter auf der Beine. Badabab. Ich muss unbedingt den Papagei nochmal töten. Den will ich. Der ist zwar 0,5, aber der explodiert halt. Das ist richtig lustig. So, Yumus ist ready. Lethality 60. So, die Frage ist, ob wir noch das nächste Item bauen. Edge of Night.
Das ist eine gute Frage, das weiß ich noch nicht. Das gucken wir nochmal. Da ist der gute Explodier-Lucian. Boah, Graves, den will ich auch nochmal haben. Der ist relativ tanky mittlerweile, also mit seinem Black Cleaver, aber... Hallo? Oh, fuck. Ich hätte direkt zu ihm springen sollen. Vielleicht ist er hier in einem Busch drin. Naja. Dann nehme ich mir mal mit dem Blue. Ich habe ja zum Glück nichts verschwendet, aber das wäre eine schöne Gelegenheit gewesen. Überraschungsmoment. Aber den kriegen wir noch, Leute. Den kriegen wir noch. Oh ja. Also Sustain-Schaden. Wir haben viel Burst, aber der Sustain-Schaden, es geht so. Vielleicht sollte ich mir ein Infinity Edge kaufen. Das wäre... Kann das Q critten? Ich glaube nicht. Ich wäre dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Das Ding ist, die sehen mich schon so lang. Oh, fuck. Wer teleportet da? Nunu? Ich warte auf den richtigen Moment. Der gerade leider noch nicht da ist, aber... Man, ich habe ja nicht umsonst dieses schwarze Outfit da mit diesem Big Fuck. Alter, hier sind überall Wards. Big fucking Booty. Ich bin nämlich Assassin Irelia. Ich werde meine Ziele wegassassinieren. Langsam, geduldig, wie so ein Hai. Ja, erst das Ziel umkreisen. Hier ist bestimmt auch ein Ward drin. Aber irgendwie gefällt mir das gerade noch nicht. Da in der Mitte hocken da alle rum. Das heißt, in solchen Fights bin ich mit Irelia super bad. Also, das ist gar keine gute Idee. Das ist definitiv gar keine gute Idee. So, wir müssen jetzt hier Patrouille schieben. Leider ist der Jungle komplett gecleared, aber irgendwann wird der Red Buff wiederkommen. In 35 Sekunden. Oder ist das unser? Vielleicht ist das... Ich denke mal, die werden zeitgleich irgendwie spawnen. Ne, der kommt sogar früher wieder. Oder ist das ab 30? Was ist das denn hier? South. Ne, South ist unser. Ich habe leider keine Ult gerade. Oh! Geil! Oh nein! Oh, ehrlich. Das Ding ist, ich wette, die werden trotzdem... Die Graves kommen jetzt gleich trotzdem nochmal vorbei. Da wette ich drauf. Oh, fuck you, Alter. Scheiße, den schaffe ich nicht. Mann, dieser Taric fuckt mich ab. Oh, ich habe ihn geslaint. Wie das denn? Auch mit dem Dings zusammen? Kann ich den haben, bitte? Oh, fuck you, guck mal. Huh. Taric ist ein Problem. Oder CCs sind generell ein Problem für mich. CCs generell ein Problem for me. So, zack, nochmal ein bisschen rangebracht hier. 70. Unser Draktablet macht jetzt 215 True Damage. 215, das ist nicht schlecht. Aber hat sich jetzt auch nicht unendlich viel gesteigert, muss man sagen. Es wird mehr und es ist jetzt ja auch True Damage. Ja? True Damage ist schon etwas sehr Besonderes, sag ich mal. Wir queuen jetzt hier überall durch, Alter. Oh, schade, der hat's überlebt. Also ist ja jetzt auch nichts unglaublich... Krasses, aber also wir hatten am Anfang 165 oder sowas und haben jetzt 50 Damage dazu bekommen, dadurch, dass wir sehr viel Lethality gekauft haben. Geht. Geht. Also ich. Was ich damit sagen will, es ist wahrscheinlich jetzt nicht worth, noch ein Lethality-Item zu kaufen. Also, den Dolch können wir ja so im Inventar lassen. Vielleicht graden wir es auch ab, glaube nicht. Aber ich denke, es wird nicht so richtig krass worth sein, das abzugraden. So, hier unten habe ich jetzt durchgepusht. Wir holen uns jetzt Lucian. Wir haben mal alle Flaskis rein. Ein paar Paprikas essen wir. Und da ist Lucian, Alter. Dieser kleine pissige Pisser. Botlane pusht jetzt langsam. Das hier ist halt die Kunst der Assassination. Botlane pusht. Das hier ist der Weg to go. Irgendjemand will das deffen. Und der wird von der Mitte aus kommen. Außer ihr geht jetzt mal hier weg, bitte. Geduld hat der Jäger. Okay, er geht schon back. Das ist relativ schlecht, aber... Weil er wird dann... Wir könnten hier warten und wenn er dann gleich hier runterläuft, dann greifen wir ihn an. Er muss aber Gas geben, weil die Wave pusht. Es könnte auch sein, dass er in die Mitte geht, weil hier viel Action ist. Die Möglichkeit besteht auch. Und der hier noch nicht die Gefahr sieht. Aber Geduld. Hm. Okay, wir gehen rein. I go in! ich komme aber leider... Ich hätte ihn direkt one-shotten müssen. Hätte ich ihn gewone-shottet, dann hätte ich direkt weiterspringen können. Da ist Lucian wieder. Ja, dann machen wir jetzt erstmal den Turm. Oder nee, Turm machen ist langweilig. Boah, dieser kleine Pisser da. Komm her! Wo bist du? Komm jetzt her, du Sack. Oh, ich glaube, ich sterbe. Mama mia, ich bin exhausted.
Legendary. Nice. Aber wir sehen, so langsam nimmt unsere Power ein bisschen ab. Wir haben jetzt das Game relativ früh beendet und hart gesnowballt. Aber so langsam hat unsere, natürlich kann man Irelia auch anders bauen, aber grundsätzlich nimmt die Power von Bruisern in der Mitte mit der Zeit ab. War eine schöne Runde, war eine lustige Runde, war vor allem etwas, was ich noch nicht getestet habe. Solche Sachen spiele ich immer am liebsten. Sachen, die ich vorher noch nicht gespielt habe, ja, wo du noch nicht weißt, was dich erwartet. Und ich fand es ganz nice. Möchte mich damit verabschieden. Auf Wiedersehen und tschüss.